Also die Uri Gemeinhof hatte ja viele Kontakte in die Gesellschaft hinein. Joachim Fest hat das mal geschildert, wie er mit ihr in Hamburg diskutiert hat. Sie war eine hochintelligente Gesprächspartnerin, auch für einen eher konservativen Mann wie Joachim Fest. Und wir haben natürlich wahrgenommen, unabhängig von ihrem späteren Schicksal, wie stark sie sozial engagiert war. Sie hat sich in einen sozialreformerischen Zorn hineingesteigert und dann fehlte also nur wenig, dass sie der Verführung unterlag, nicht mehr nur zu schreiben und zu reden, sondern eben auch Gewalt auszuüben.